Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu World of Tanks. Ich spiele heute mit dem in der letzten Folge neu gekauften Panzerjäger mit dem wunderschönen Namen Sturer Emil. Und er ist natürlich noch Stock. Das relativ häufig ist. Ich hätte mir bisher, glaube ich, ein neues Funkgerät kaufen können, aber das habe ich mal einfach bisher gelassen. Stehe, glaube ich, nicht so gut. Da lasse ich mal erstmal die schweren Panzer wieder ein bisschen vorfahren. Oh nein. Das wird eine kurze Runde. Oh, das war gut. Ja, was habe ich denn noch? Oh shit, das schaffe ich wohl nicht mehr. Komm schon! Komm schon! Ah! Der hat eine ganz coole Gun Depression. Das macht schon mal Spaß. Oh, 2T29. Oh, da habe ich Glück gehabt. Der ging nicht allzu weit drüber. So, und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich komme hier nicht rüber. Ich warte hier einfach auf das Ende. Mist, ja, da bin ich definitiv zu weit vorgefahren. Ich hätte es ein bisschen anders machen sollen müssen. Ah, boah, da hat er einen Boden geschossen, Gott sei Dank. Oh, kommen da viele, alter Schwede. Na gut. So, dann warte ich jetzt hier einfach mal, bis meine letzten 103 Hitpoints weggeschossen werden. Ah, und da geht's auch schon los. Aha. Und ich denke mal, der Challenger wird sicherlich gleich von hier irgendwo kommen. Ah, doch, doch noch nicht. Der Angriffswinkel des Sturen Emil ist ziemlich klein, wenn man das mal so sehen kann. Echt krass. Naja, da ich bisher auch leider noch keinen wirklichen Durchschlagstreffer landen konnte. Oh. Weiß ich hier leider noch gar nicht so genau, wie tödlich der überhaupt sein kann hier. Oder ob er es überhaupt kann. So, ich probiere da mal noch einen Schuss reinzusetzen. KV1. Boah, Praller. Nein. Obwohl ich den eigentlich ganz gut getroffen habe. Naja, naja. So, das war mal nix. Da müssen wir jetzt gleich auf die nächste Runde warten, dass das ein bisschen besser wird. In der Zeit spiele ich einfach meinen zweiten neuen Panzerjäger. So, hier kann ich schon mal einen neuen Motor reinsetzen. Das werde ich auch tun. Da kommen wir nämlich von 500 PS auf 600 PS. Naja, ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin schon mal ein bisschen. Und 360 und 625. Aber da ich mit dem eh ein bisschen länger spielen werde, werde ich natürlich hier auch einfach mal schon mal alles reinsetzen, was man reinsetzen kann. So, und dann legen wir mal los. Jetzt habe ich natürlich vergessen, noch ein Tarnnetz mit einzubauen. Überhaupt.
So, ich bin gespannt. So, los geht's. Zoom 152 hat vom Durchschlag her nicht ganz so viel wie der Emil. 135 hat die Zoom. Emil hat, glaube ich, 169. Aber, naja, immerhin ist das Ding relativ schnell. Das finde ich schon mal ganz cool. Und ich werde, weil wir haben zwei Heavies mehr, deshalb werde ich mal hier mit lang fahren und hoffen, dass man hier vielleicht ein bisschen Druck aufbauen kann. So, unser M7 ist gleich schon weg. Das clevere Kerlchen hat keine Ahnung was gemacht. Boah, hat aber auch bei 6000 Gefechten eine WN8 von 49. Aber ich glaube, den kann man mal als Bot reporten. Weil das ist ja schon echt unterirdisch. 6000 Gefechte. Also da muss man mehr haben. Hätte der jetzt 1000 oder so, dann wäre es auch schon schlecht. Aber so, nee, nee. Das wollen wir nicht. So, und ich werde das gleiche machen wie zu 122-44 hier. Ich. Hier rüber gucken, weil da ganz oft mal welche langfahren und versuchen durchzukommen. Ist noch ein Stück höher. So, und wir haben die Runde mit dem Stuhl Emil tatsächlich gewonnen. Natürlich, ich habe ja auch keinen Schaden gemacht. Shit, aber egal. So, einzielen. Aber auch mal gucken, was da gleich kommt. Nachladezeit ist relativ knackig. Ah, das war jetzt nicht so clever. Oh, Alter. Das ist mehr so eine Nahkampf-TD hier. Auf große Entfernung ist die Kanone hier relativ ungenau. Das ist schade. Aber wenn sie trifft, dann trifft sie. Alter Schwede, 640 Schaden. War eine kleine Kasperklatsche. Damit hat er, glaube ich, jetzt nicht gerechnet. So, dann wollen wir mal ein bisschen Attacke machen. Schönes Ding hier. Mann, wieso fährt er nicht ein schneller einfach mal rum? Ist doch gar nicht. Ja, mache ich das halt. Naja. So. Hätte ich beinahe unseren Jagdpanda weggeknallt. Krass. Aber Glück gehabt. Oder ich in dem Fall. Nein, was machst du? Ich hab doch gerade Schwung. Ah! Meine Güte nochmal.
Oh, da stehen. Boah, da stehen sie alle. Nein, gekettet. Ah. Komm, weiter, 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 weiter. Drehen, 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 drehen. So. Uhuhu. Die blöden Camper. Zu dritt auf dem Haufen. AT7 komme ich nicht durch. Der Jackson zielt hierher. Da warte ich mal lieber, bis dann die anderen von hinten kommen. 1800 Schaden mit drei Treffern. Das ist auf jeden Fall echt mal heftig. Ist voll gut. So, fahr du noch mal ein Stück zurück. Weiter, weiter, weiter. Ah, nein, da treffe ich nicht. Ich würde das schon gerne überleben, aber da ist jetzt auch nur noch der AT7. Jawoll! Also wenn das Ding trifft und einschlägt, dann auch ordentlich. Ja, die Runde war doch mal gar nicht so verkehrt und ich glaube, die Kettenreparatur, die ich ja sonst eigentlich selten einsetze oder fast nie, hat sich in dem Fall echt gelohnt. So, nochmal gucken, wie wir jetzt abgeschnitten haben. So, vom Schaden her sogar erster mit drei Treffern. Wow. Ist ordentlich. Gewinn gemacht, Schaden abgewehrt, Schaden ermöglicht. Gar keinen. Na gut. Das ist aber auch nicht so schlimm. So, sechs Schuss, drei Treffer, drei Durchschläge. Kann man jetzt nicht unbedingt meckern. Okay. So, was gibt's denn als nächstes? Eine Runde mit dem Jagdpanther. B-Spielen macht gerade Spaß. So, weiter geht's mit der Karte Himmelsdorf als Begegnungsgefecht. Und ja, wir wollen mal gucken, dass wir hier den. Hügel einnehmen können. Ups, Entschuldigung. Was machst du denn? Wieso kommt da gar keiner? Das ist ja witzig. War auch mal selten. Ah, jetzt. Ah, T28. Fuck. So, wollen wir mal ein bisschen Attacke machen. Nicht, dass hier alle anfangen, stehen und campen. Wie die Blöden. Alter. Jetzt kriege ich einen ab. Alter, ist der Tiger eigentlich bescheuert? Mann, Mann, Mann. Was für ein Idiot. Ja, jetzt fährt er da noch rein. Der war. Ah.
Ah, schade. Ich konnte die Ketten gerade eben schon sehen. Ah, ich habe ihn gekettet. Ah. Und fort mit dir. Was? Schön. Wow. Ja, immer ein klein bisschen Schaden gemacht. Gar nicht ran. Oh, was? Da wollte ich dann lieber überleben, statt nochmal einen Treffer zu setzen. Abpraller bei der E25. Ja, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, aber ärgerlich war es trotzdem. Immerhin gewonnen. Unterirdische wären 8, aber es macht auch nichts. Ach hier, das schaut her. Ich kann den Hetzer verkaufen. Den freien Platz. Schön. Das heißt, ich kann mir sogar noch irgendeinen kleinen Panzer jetzt neu dazu kaufen. Wenn die noch. Ach nee, die sind wahrscheinlich nicht mehr im Angebot jetzt. Was Kleines hier, was ich noch nicht auf Elite-Status habe, vielleicht. Hier unten kam, glaube ich, nichts mehr. Na gut. So, weil hier, das habe ich alles schon auf. Gut, dann war das ja doch super, dass ich in der letzten Folge, also gestern Abend noch, die beiden TDs hier gekauft habe, denn jetzt sind die Angebote wieder raus, erstmal. Naja. Macht ja auch nichts. So. Dem Kollegen soll ich ja auch noch ein bisschen spielen. Ich brauche ja irgendwann mal die große Kanone hier. 30.000, 28.000 Punkte noch. So, weiter geht's. Und normalerweise fahre ich eigentlich gerne auf die linke Seite rüber. Aber bei den letzten Malen kamen hier immer ganz viele Panzer um die Ecke. Und deshalb dachte ich mir, fahre ich einfach heute mal hier mit rüber und guck doch mal, ob ich hier eventuell ein bisschen was wegrocken kann.
So, die anderen haben einen Top-Clan-Spieler. Der gegnerische T28 hier. Ich hätte noch weiter rüberfahren sollen, wahrscheinlich. Das Problem ist nur von hier oben vom Berg, ne? Da ist nämlich keiner von uns drauf. Kann man leider schlecht sehen, was da so los ist. Aber gut, ich fahre jetzt einfach mal hier nach vorne und dann gucken wir mal. Oh, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Er aber auch nicht. Aha. So, jetzt bewege ich mich mal lieber, denn wenn der Panther hier einschlägt, oder die Granate des Panthers, dann ist das selbst für ein T28 relativ knackig. Jetzt kommt die E25 gleich wieder. Ja. So. Und ich glaube, das war gerade die Artillerie. Dann darf er jetzt erstmal nachladen. Okay, da sind wir durch. Das heißt, ich konzentriere mich mal ein bisschen auf die andere Seite. Oder auf den Hügel. Da sind ja auch ein paar drauf. Da werde ich mal hier was ganz Verrücktes tun. Und zwar, oh, jetzt geht der Emil da hinten auf. Schade. Mit auf den Berg rauffahren. Nee, mache ich nicht. Oder? Ja, doch, die sind ja alle da hinten. So, los geht's. Blöd ist natürlich jetzt nur, wenn die Hellcat gleich weg ist. Schade, wir haben mal 4 zu 2 geführt oder so. Jetzt steht es 4 zu 7. Ah, jetzt kommt noch ein zweiter Crumble. Drehen. Oh. Oh, komm schon. Hey. Ah, shit, das war's. Nein. Und keiner da, der an bei uns in der Flagge steht und irgendwie supporten könnte. Aber dadurch, dass der T28 so langsam ist, hätte ich jetzt auch nicht mehr umdrehen können. Ich hätte einfach warten sollen. Anfänger. Gut. Ja, von 4 zu 2 auf 5 zu 12. Das war natürlich klasse. So, sei es drum. Das ist jedenfalls gleich vorbei. Ich kann jetzt auf jeden Fall hier mit den kleinen Panzern nochmal eine Runde spielen. Die will ich ja auch irgendwann mal loswerden. Schauen wir doch mal, wie das denn jetzt läuft. Bis gleich. So, los geht's. Schade, den hat keiner getroffen. Tja.
wir denn da? Hey, nice. Der Schuss vom UI. Oh. Aber ich fahre jetzt einfach mal mit. Mit diesen Low-Tier-Panzern kann man immer ganz gut ein bisschen Action haben. Treffer an der Matilda, sehr gut. Aha. Danke, OI. Sehr schön. So, nochmal gucken, wie das denn jetzt hier weitergehen kann. Solange unser KV1. Oh, jetzt kriegt er was rein. Oh. Schade. Ist er jetzt gleich weg? Ah, Mist. Ohne irgendwas aufzumachen. Das ist natürlich schlecht. Ah, da ist der T67 schon mal. Ich versuche mal bis zu dem großen Stein hier vorne zu kommen. Ist auf der anderen Seite, ne? Oh, los. Aua. Da steht der KV-1 da zwischen den Häusern und campt, die Sau. Woll, kriegst du die Treffer rein, Freundchen. So. T67 lebt leider auch noch. Ah, nicht mal angekratzt. Schnell weg. Leute, trefft den doch mal. War noch so ungenau dabei. Ach nö. Da sind so viele Panzer, der schießt auf mich. Sauhund. Jawoll. War doch ganz gut. Immerhin sogar noch einen Treffer vom KV-1 ausgehalten. Und Glück gehabt mit dem Abpraller bzw. No Damage vom T67, ansonsten wäre ich wohl weg gewesen. Ja. Bin mal gespannt, wie viel Schaden ich ermöglicht habe. Okay. Hätte ich jetzt aber irgendwie gedacht, das wäre mehr gewesen.
Ja. Na gut. Was soll's? Was brauche ich hier denn noch? 1600 Punkte. Ja, das ist doch ganz okay. So. Dann spiele ich noch eine Runde mit Valentine und dann ist, glaube ich, erstmal für die Folge hier Feierabend. Bis gleich im Spiel. So, und dann geht's hier jetzt weiter. Bin schon mal ein kleines Stückchen nach vorne gefahren. Um euch den Weg dann doch etwas zu ersparen, denn der Valentine ist ja jetzt nicht der schnellste Panzer. Ich habe den größeren Motor zwar schon drin, aber auch das ist jetzt. Es ist zwar schon ein bisschen angenehmer, aber das war es dann auch. So, ich fahre hier so ein bisschen durch die Mitte, weil dieser Panzer hier relativ gut gepanzert ist. Finde ich jedenfalls. Oh. Was haben wir denn da? Nicht stehen bleiben, die haben noch eine Artillerie. Mein Turm dreht auch relativ schnell, das heißt, wenn der Panzer 1C gleich zurückkommt, wahrscheinlich wird er eher von hier kommen, weil da unsere Panzer kommen. Ah, wo bist du? Ah, ist tatsächlich woanders lang gefahren. Okay. So, ich würde mal sagen, solange die schweren Panzer alle da unten aufgehalten werden oder da hinten, versuchen wir mal unser Glück und fahren hier ein bisschen ran. Vielleicht kann ich gleich von hier auch noch welche aufs Korn nehmen. Oh, was ist denn hier los? Na, hallo. Kleiner Wuschermann. Au. 3085 von da hinten irgendwo. Schnell weg. Ah, ich komm hier nicht hoch. Steht Talk. Unsere Offensive ist zum Stillstand gekommen. Das ist nicht mehr gut. Ja, ist klar. Ah, schön im Crumble. So, jetzt locken wir ihn heraus. Oh, was kommt da denn? Ja, schade. Dann geht die Runde wohl doch verloren. Boah, ist ja schnell. Boah, ist ja schnell. Nein, jetzt dreht er doch. Ah, jetzt dreht er doch. Ah, verdammt. Na gut. Talk, ey. Na gut. So. Ich mache jetzt hier erstmal für diese Folge Feierabend. Sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. War ja trotzdem relativ erfolgreich, würde ich mal einfach jetzt behaupten. Und ja, dann sehen und hören wir uns ja in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao.